Das ist deutlich kleiner, ja. Ja, ganz gleich. Kannst du mir so machen? Ja, komm, wir gehen jetzt hoch. Komm. Da haben sie früher gekocht. Ja. Alles klar. Ja, das reicht ja auch. Wenn es nicht geschwärzt ist, dann kommt den Kopf auch gar nicht. Ja. Wenn die hintereinander essen, alles gut. Ja. So. Ja, damals waren die auch schon Twitter und Facebook und Instagram. Ja, daher kommt das wahrscheinlich. Was die mitgenommen haben. Obwohl, den Vogel gibt es ja nicht mehr. Haben sie jetzt ein X? Ja, ja, ist ein X. Ja. Dann geht das hin und her. Die Brille da, von dem Loch, wo das hin und her läuft, zum Essen und zum Trinken, ja? Und hat jemand Ahnung? Ja, ja. Selber gefahren? Ja, selber. Wasser- und Schifffahrtsamt. Ja, ich bin heute der Pirat. Ne? Du bist jetzt kleine Pirat? Ja. Du wirst hier mitsegeln? Guck mal. Ja. Wie, von Spanien hierher, ne? Wie lange waren die unterwegs? Von Spanien hierher? 200 Wochen. Ja? Ja. Wie viele Knoten fährt ein Schiff? Da kommt ja auf den Wind drauf. Ja, aber wie viel könnte das denn fahren? 13? Bestimmt. Der große schafft bestimmt 13. Ja, der schafft auch nicht. Der ist ja leichter. Ja. Die spanischen Schiffe waren. Ja, das waren die schnellsten ihrer Zeit. Und eigentlich von der Bewaffnung auch die besten. Wenn sie da damals nicht im Sturm gekentert wären, hätte auch England nicht gewonnen. Das ist echt für dicke Leute. Moment, da sind noch die alten Helme drin. Ist da ein Star Wars Helm drin? Ach, das ist der Kapitän hier. Okay. Da oben darf man wahrscheinlich gar nicht rauf, ne? Oh, fall nicht durch, du. Na, das ist stabil. Ja? Damit das keiner findet, ne? Dieses Jahr ist mir halt ein ganzes Jahr unterwegs. Im Winter eher so Spanien mit dem Frühjahr, Sommer, dann hoch Richtung Nordfrankreich, Großbritannien, Deutschland, Holland. Und jetzt geht es wieder zurück nach Frankreich, in die Normandie, dann nach La Rochelle und dann nach Spanien. Du bist aber geborener, nicht Spanier, ne? Ich bin geborener Oberfranken. Oberfranken, ah ja. Du fährst auch hier gerne mit? Ja, ich habe. Oder fährst du auf der anderen Seite auch mal? Bei der anderen, weißt du? Ja? Ich bin bisher nur auf der mitgefahren, aber wir gehören zusammen. Ja, ja, ich würde mir denken. Jetzt bin ich hier. Wie viele Knoten macht das Schiff? Mit Motor oder mit Segel? Ach, das hat noch einen Motor. Ihr schummelt ja, also. Klar. Ihr bescheißt. Ich denke, das ist hier eine Originalrepublik. Wie würdest du hier reinkommen? Also es ist alles gut, original. Gut, vorne gibt es ja einen Schlepper. Und wie würdest du jede Woche zu dem neuen Hafen kommen, wenn der Wind mal nicht in deine Richtung bläst? Ja, ich rudern hier, ne? Wie das früher gemacht haben. Die Boote wurden nicht gerudert. Ne? Nee. Das ist vorne ein, früher wie bei den Piraten, vorher ein kleines Boot und dann hier gib ihn. Aber ist Elektro. Das sind diese. Ihr bescheißt. Wenn ihr könnt, segelt ihr schon. Wir könnten ja. Aber das Ding ist, wenn du auf dem Zeitplan bist, früher haben die halt. So lagen die halt 3 Monate im Hafen, bis dann der Wind richtig geblasen hat und dann konnten sie losfahren.
Ja. Wenn du jede Woche zu einem neuen Hafen fahren willst, kannst du das natürlich nicht. Wie viele Kanonen hat der Schiff? 4, 1, 2, 3. Ach, das ist ein kleines. Funktioniert? Kein Kriegsschiff. Kein Kriegsschiff. Und Piratenschiff. Kannst ranfahren, erbeuten und dann den großen Schiff auch kapern, ne? Vielleicht. Also es gab ja keine expliziten Piratenschiffe, sondern die Piraten haben halt das Schiff, das die hatten benutzt. Die Kaperte haben. Also du könntest das sicherlich als Piratenschiff benutzen. Ja. Aber es war ja noch ein bisschen davor. Die Piraten kamen dann ein bisschen später. Ah, ja. Okay. Es gab natürlich immer Piraten, aber die Hauptzeit war später. Ja, in Afrika haben wir auch noch Piraten. Am ja, Horn von Afrika. Es gab natürlich in der Antike auch schon Piraten. Ja. Und was macht ihr hier? Fahrt ihr nur so Seelen jetzt? Ja. Oder fischt ihr? Oder ja. Was macht ihr? Das ist Ausstellungsschiff. Das geht halt, ist halt so Museumsschiff. Ein fahrendes Museum. Aber das erste Mal in Deutschland, oder? Nee. Ich bin mir sicher, es war schon mal. Ja. Ja. Das kommt halt darauf an, was die Organisation fand. Also es wird bestimmt eins von den Schiffen der Organisation bekommen. Aber alle drei wieder kommen. Drei, wo sind das denn? Dahinter das Weiße. Das ist auch ein spanisches Schiff. Ach so. Aber halt aus dem 25. Du hast hier sozusagen Generation von Frachtschiffen. Das ist das frühe 16. Jahrhundert. Ja. Oder spätes 15. Jahrhundert sogar noch. Ja. Dann hast du da so 17. 18. Jahrhundert. Ja. Und dann hier frühes 20. Jahrhundert. Dann muss da auch noch auf. Das ist das schönste Schiff, aber es. Ja, weil das ist ja nicht so alt. Klar. Aber es ist original. Das hier ist ja eine Replika, die sehr originalgetreu ist. Ja. Das ist eine Replika, die so aussieht, als wäre sie originalgetreu. Ja, nur ganz unten nicht. Da war ich sehr enttäuscht. Dann hat sie alles aus Metall. Ja. Warum? Was ist was? Das ist ein modernes Schiff. Das hier ist alles aus Eichenholz und ja. Modern gebaut. Und Teer. Teer hier, wa? Eingeteert? Das ist Farbe. Das ist Farbe. Teer. Aber warum ist das nebenan, warum im Keller, das ist alles auch spannend, versteht das ja nicht. Warum ist da unten das alles so modern? Die Treppe, das ist alles Eisen. Weil es billiger zu bauen ist. Achso, da haben sie beschissen. Ja, ja, ich meine, du hast heutzutage auch gar nicht mehr die Waldbestände, um so ein Boot zu bauen. Ich meine, dass sie das überhaupt schon bauen konnten, ist ein... Ja, verstehe. Ich meine, die haben sie halt in der Zeit, da haben sie die ganzen Wälder halt niedergeholzt. Heutzutage haben sie gar nicht mehr die Bestände. Ja, ja. Oder wäre schon möglich. Ich dachte, die werden aus Fichte gebaut. Also in Spanien oder? Haben sie hauptsächlich aus Eiche gebaut. Ah, okay. So die Deckplanken waren dann schon aus Nadelholz. Aber ja. Naja. Also ich weiß nicht, das Boot da hinten kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass sie dann auch anderes Holz benutzt haben. Eher Nadelholz, weil es gerader und länger wächst. Ja, da oben. Ja, ja. Aber ich weiß nicht. Naja, ist ja einer der Gründe, wo man dann ja später dann quasi das Holz aus Amerika rübergefahren hat, weil hier nichts mehr war. Ne? Ja, das ist das, was viele Leute nicht verstehen durch den Klimawandel. Wir haben damals schon immer alles abgeholzt. Ja. So, und wir haben nie wieder das aufgeforstet, was wir abgeholzt haben. Nee, also zumindest nicht in der. Kannst du es auch gar nicht in der Art und Weise ja wieder aufforsten, weil diese altgewachsenen Wälder sind ja Ökosysteme, die über viele hunderte, tausende Jahre entstanden sind. Ja. Und die Humusschichten und so, die würden auch wieder mehrere hunderte, tausend Jahre drauf, bis sie wieder kommen. Ja. Ich meine, was wir heutzutage in Deutschland haben, ist halt Forstwirtschaftsweise. Ja. Aber das ist natürlich ganz andere Qualität von Holz. Ja, ja. Deshalb waren die auch so begeistert, als sie dann in den USA und Kanada gesehen haben, was sie da für Fischbestände hatten. Ja. Da wurde dann natürlich. Aber es ist auch schon wieder vorbei, haben sie auch alles gerodet. Noch nicht alles, aber es ist fleißig vorbei auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, ich bedanke mich herzlich. Gerne. Wie war dein Name? Jan. Jan, okay. Danke, Jan. Sehr gerne. Jan aus? Vom Bodensee. Vom Bodensee, okay. Bis bei YouTube vielleicht vorbereiten.